So, meine Lieben, es kommt, wow, ist das kalt, es kommt immer anders als gedacht. Ich hatte mir nämlich gedacht, dass ich euch heute mal mitnehme in den Wald, also in den Taunus, und zwar auf den großen Feldberg. 1000 Meter ist das hoch, knapp 1000 Meter. Und gestern war ich also auch hier, um ein bisschen runterzukommen, zu entspannen, das heißt, frische Luft zu schnappen, mich ein bisschen zu bewegen. Und es war hellblauer, also blauer Himmel und die Sonne schien und es war einfach nur mega toll. Ich dachte, gut, machst du es heute auch und quatsch ein bisschen, setz dich hin auf so eine Bank, Holz erwärmt sich ja und quatsch ein bisschen rum. Und was ist? Pustekuchen, es ist Nebel. Also ich dachte, ich entfliehe dem Nebel in Frankfurt und bin weiterhin im Nebel. Also es wird nichts, es lockert auch nicht auf. Der Wetterbericht sagte zwar, ab Mittag ist hier offen, also der Himmel reißt auf. Gut, also jetzt bin ich aber hier oben und mache die Kamera an. Das heißt hier, ich habe sie natürlich schon an. Und ja, zeige euch mal hier so ein paar Winterimpressionen für die, die keinen Winter haben. Viele haben ja richtig viel Winter gehabt. Viel, viel Schnee, viel zu viel Schnee. Und es ist auch so, es ist so eine feuchte Kälte. Es ist so, es kraucht so. Und ich sehe das gerade im Display. Ich habe eine rote Nase. Obwohl ich mir meine Winterschutzcreme aufgegeben habe. Die Mütze, falls ihr fragen solltet, ist in Homemade, also selbst gemacht. Das Bommelchen nicht, aber die Mütze an sich. Und was wollte ich? Ich wollte eigentlich über Trends mit euch reden, aber ehrlich gesagt ist das nichts hier. Also so Trends, unser Make-up-Trends. Und gibt es ein paar, das wird einige sehr erfreuen. Es sind angenehme Trends, die mir sehr gefallen, die ich eigentlich schon mein Leben lang so lebe. Die kommen zum Glück wieder und ich freue mich sehr darüber. Und werde das natürlich euch gerne mitteilen im nächsten Video. Das nächste Video wird unser Favoritenvideo sein. Januar, was ich ganz gerne mag. Und ihr hattet ja auch geschrieben, Mensch, dieser Monolook ist toll, zeigt ganz viele Looks, also mit Monolidschatten. Das mache ich selbstverständlich sehr gerne für euch. Ja, und jetzt, oh, mir tränen sogar die Augen. Himmel, Arsch und Wolken. Boah, es ist wirklich fucking cold. So, jetzt kommen hier gleich Leute. Ja, es ist immer schwierig, irgendwo alleine zu sein. Die will ich natürlich nicht mit drauf haben, ne? Nicht die Persönlichkeitsrechte verletzen. Ich kann mich ja unter einen Baum stellen. Heiliger Bimbam. Ja, was ich sagen wollte oder euch fragen wollte, und zwar, habt ihr Lust auf so ein Q&A, also Frage-Antwort-Spiel? Das heißt, ihr könnt mir Fragen stellen und ich beantworte die, also wenn sie nicht zu persönlich werden. Ja, also ein paar Sachen möchte man natürlich auch nicht preisgeben, also ich nicht. Es gibt ja Menschen, die geben alles preis. Also ich möchte das nicht, aber so, was im Rahmen ist, beantworte ich sehr gerne. Weil es kommen ja immer wieder neue Zuschauer dazu und neue Abonnenten, worüber ich mich wahnsinnig sehr, sehr freue. Vielen lieben Dank. Und also wenn ihr darauf Lust habt, dann sagt ja. Und genau, und schreibt mir doch die Fragen, also unter diesem Video, in die Kommentarliste. Und dann schauen wir mal. Mal sehen, was das so wird. Also, falls ihr Bock habt, ich bin gerne bereit, das zu machen. Ich hole es mal ab vor den Leuten. Ich flüchte. Der Schnee knirscht unter meinen Schuhen. So. Also, ich bin hier allein unterwegs. Ohne Hund, ohne Pferd, ohne Mann, ohne alles. Ganz alleine, nur mit mir. Und ich wurde auch schon gefragt, sag mal, hast du keine Angst so alleine im Wald oder so, ne? Ehrlich gesagt, nö, ich habe keine Angst. Wovor soll ich denn Angst haben? Dass da einer kommt und mir eins drüber gibt. Wisst ihr was? Angst ist ein ganz mieser, schlechter Begleiter. Wenn man Angst hat, strahlt man das auch aus. In der Körpersprache, in der Haltung, in der ganzen, im ganzen Habitus. Wie man schaut, wenn man nach unten schaut, zum Beispiel nicht den offenen Blick hat, also mit so einer gekrümmten Körperhaltung durch die Gegend rennt. Auch Menschen, die immer so die Arme vor der Brust verschränken, sind relativ wenig offen, um es mal ganz milde auszudrücken. Also Angst habe ich nicht. Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Das heißt, ich hatte die eigentlich noch nie, auch als junges Mädchen nicht. Also meine Mutter hat mal gesagt, Mensch, Kind, pass doch auf, wenn du mal nachts durch diesen Park läufst. Und gut, okay, da waren die Zeiten vielleicht auch noch ein bisschen anders. Aber gut, ich bin ja jetzt nicht hier im Unterholz unterwegs, obwohl, das bin ich manchmal auch. Aber ich kenne hier den Wald ganz gut, weil ich habe ja hier Jahrzehnte gelebt im Taunus. Und weiß, wo ich lang gehen muss, wo ich auch einsame Stellen und Flecken finde. Aber ab und zu auch mal jemand vorbeikommt. Boah, das ist scheißkalt. Entschuldigung, bitte mein Ausdruck, mir friert ja gleich der Arm ab. Deswegen wird dieser Vlog auch nicht so lang.
Also, ich kann euch nur mit auf dem Rad auf dem Weg geben, keine Angst zu haben. Wozu? Ich meine, sterben tun wir sowieso alle. Vor was soll man Angst haben? Vom bösen Mann. Ja, okay. Gut, bei Kindern ist es was anderes. Eine gesunde Angst ist in Ordnung. Ja, also ein gesundes Misstrauen auch. Aber Angst? Nee. Übrigens, wird das jetzt? Nee, das wird nicht. Das wird nicht. Der Nebel ist so zäh. Wie so eine Waschküche ist das hier von früher bei Oma. Ihr Süßen, es wird immer kälter. Ich muss mich jetzt mal hier immer mehr einmummeln. Also es ist der kleine rote Nasenflock. Und